Das waren die Nachrichten. Und jetzt übergebe ich an diese widerlich grinsende Frau hier hinter mir. Dankeschön. Mit solchen Gesprächen gestalten wir den Übergang zwischen zwei Sendungen fließender. Richtig. Denn jeder normale Mensch würde jetzt sofort ausschalten. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Sendungen wie diese sind meistens als Doppelmoderation angelegt. Ja, und dann sind es entweder total aufgesetzte Dialoge. Oder der eine redet und die andere hört zu. Achten Sie mal auf meine Co-Moderatorin, wie sie wahlweise zu mir rüberschaut, künstlich lacht oder dumm in die Kamera grinst. Mein Gott, bist du scheiße. Ich hasse dich auch. Deswegen gehe ich auch jetzt zu unserem Gast aus der Verbraucherzentrale. Ich bin ein dröger Faktenscheißer. Das sollen Sie auch sein, denn Sie haben jetzt die unangenehme Aufgabe, unseren uralten Zuschauern ein komplexes Thema zu erklären. Ja, man hört ja immer wieder von diesen Computern. Ich habe hier auch mal einen mitgebracht, aber man darf nicht auf Betrügereien hereinfallen, denn das hier sind keine Computer. Ach schön, das ist Fernsehen für Vollpfosten. Die Einspielfilmchen solcher Sendungen sind oft aus alten Beiträgen anderer Sendungen zusammengeschnitten. Das Archivmaterial zeigt schöne Landschaften, süße Tiere, schöne Menschen oder Blumen. Ach, ist Deutschland schön. Eva, du tauchst bei uns ja immer wieder als Expertin auf. Ja, eigentlich bin ich ja nur Redakteurin und habe ein bisschen was gegoogelt und werde jetzt als Expertin verkauft. Ist ja toll. Was ist es denn heute? Mode oder Basteln? Heute ist es Basteln. Liebe Zuschauer, haben Sie denn schon mal versucht, eine Dunstabzugshauben-Zierleiste zu häkeln? Das ist total sinnlos. Ja, und das ist genau das Richtige für unsere Zuschauer. So, jetzt hatten wir Verbraucherschutz, Landschaften, Mode und Basteln. Garten fehlt noch. Wir schalten jetzt zu Norbert. Ja, danke Susanne. Ich bin sympathisch und patent und zeige unseren Zuschauern jetzt ein paar banale Tipps, wie sie ihren Garten in Ordnung halten können. Dabei haben die meisten gar keinen Garten. Sag mal, du machst das auch schon seit Ewigkeiten, oder? Ja, genau, liebe Susanne. Für die große Moderationskarriere hat es leider nicht gereicht. Dafür stehe ich hier jetzt doof rum und zeige Ihnen, wie man das Igelproblem im Garten einfach in den Griff bekommt. Und zum Schluss gibt's noch Merchandise-Schrott zu gewinnen, nämlich diese Kaffeetassen. Oder diesen Make-up-Spiegel mit großem Logo. Mein Gott, ist dein Getue unerträglich. Außerdem haben wir alle die gleichen Moderationskurse besucht und sind total austauschbar. Das stimmt, da merkt der Zuschauer eh keinen Unterschied. Schönen Tag noch. Bis morgen.